zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche werden wir uns, wie schon in der Vergangenheit das eine oder andere Mal, mal wieder mit einem ehemaligen Bahnbetriebswerk beschäftigen. Mal sehen, was die Geschichte so hergibt, also kommt nun am besten mit auf diese interessante Tour und den Rest erfahrt ihr wie immer von mir in den nächsten Minuten. Sollten euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands grundsätzlich interessieren, dann schaut doch am besten nach dieser Folge mal auf unseren Kanal. Dort gibt es nicht nur eine riesige Menge weiterer verlassener Orte zum Erkunden, sondern auch jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Reinschauen und abonnieren lohnt sich also auf jeden Fall. Aber nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dieser neuen Folge. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch ein weiteres verlassenes Bahnbetriebswerk. Leider verfallen bis heute vielerorts, vor allem hier im Osten Deutschlands, eine Vielzahl an ehemaligen Bahnbetriebs-, Stell- und Reichsbahn-Ausbesserungswerken. Die meisten von ihnen sind noch aus Reichsbahnzeiten oder entstammen sogar noch aus der deutschen Kaiserzeit. Die hier gezeigte Anlage erhielt ihre Berechtigung mit dem Bau der ersten städtischen Bahnstrecke Richtung Köthen. 1845 geplant wurde die Strecke am 10. September 1846 eingeweiht und erstmals befahrbar. Im Zuge dieser Anbindung entstand auch der erste städtische Kopfbahnhof, welcher mit der Streckenerweiterung Richtung Aschersleben ab 1864 zum Durchgangsbahnhof erneut umgebaut werden musste. Hauptsächlich wurde die Linie für den Fernverkehr genutzt. Erst später, ab dem 10. Oktober 1865, kam nun auch Personennah- und Fernverkehr hinzu. Ein halbes Jahr danach, also im Jahr 1866, nutzte man das Bahnnetz nun auch für den Güterverkehr. Zu dieser Zeit verwendeten aber eher noch kleine und mittelständische Unternehmen die Bahn und ihre Gleisanlagen, doch lang- und mittelfristig sollte sich das Ganze noch erheblich ändern. In diesem Zuge entstand nun auch ein Güterschuppen sowie eine separat angelegte Verladestraße. Bis etwa 1880 waren die Anlagen nicht an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Das sollte sich erst mit dem noch im selben Jahr gegründeten Soda-Werken ändern, weswegen weitere Anschlüsse und Anbindungen durch die Stadt selbst und auch durch Privatunternehmen entstanden. In diesen Tagen erhöhte sich der Verkehr deutlich auf der kurzen Strecke, heißt also im Umkehrschluss mehr Verkehr, mehr Verschleiß, mehr Rangierbetrieb, ein Bahnbetriebswerk musste her und das zügig ohne viel Bürokratie. Noch im selben Jahr 1880 entstand also das hier gezeigte Bahnbetriebswerk, sicherlich nicht komplett, aber man begann zumindest mit dem Bau und ich schätze mal, dass es nur ein Jahr dauerte, bis es dann im Groben funktionsbereit war. Zur Anlage zählten neben einigen Abstellgleisen ein Rundlokschuppen mit Drehscheibe, ein Wasserturm, Unterkünfte sowie Werkstätten, diverse Befüllungsanlagen und auch ein Kran. Ziel war, wie bei den kleineren Bahnbetriebswerken üblich, die Instandsetzung und Haltung sowie Reparatur von Rangierlokomotiven und Lokomotiven im Allgemeinen. In manchen spezialisierten Bahnbetriebswerken wurden nur bestimmte Verfahren durchgeführt und auch an Waggons gebaut. Ob das auch hier der Fall war, ist nicht auszuschließen, ich halte es aber mal eher für unwahrscheinlich. Vermutlich war diese Anlage eher sehr allgemein gehalten. Bis 1967 war das Werk eigenständig und wurde erst danach zum Betriebsteil oder, wie es offiziell genannt wurde, zur Einsatzstelle des nächstgrößeren Bahnbetriebswerkes beordert. Nach 1991 entfiel die Dringlichkeit dieser Anlage, Lokomotiven wurden immer weniger, das wurde schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts klar, vor allem da man hier riesige Mengen an Dampflokomotiven produzierte, die teilweise gar keinen Abnehmer mehr fanden. Hier in der ehemaligen DDR entstanden vor allem ab den 60er Jahren immer mehr Diesel- und E-Loks, die die alten dampfbetriebenen Fahrzeuge verdrängen sollten. Somit wurden immer weniger Bahnbetriebswerke zum Warten der alten Dampfriesen benötigt, auch wenn die meisten Werke auf Arbeiten an den neuen Lokomotiven umsattelten. Nach der Zusammenlegung der Deutschen Bahn mit der Deutschen Reichsbahn zur heutigen Bundesbahn beschloss man, den Großteil der kleineren Bahnbetriebswerke stillzulegen. Hier muss man auch erwähnen, dass fast jede kleine Stadt ihr eigenes Bahnbetriebswerk besaß, welches nun nicht mehr gebraucht wurde. Bei den kleineren Bahnbetriebswerken ging das regional recht schnell, man könnte sagen Stadt für Stadt. Die wirklich großen Bahnbetriebswerke, also die Reichsbahnausbesserungswerke, wie beispielsweise in Halle, Magdeburg oder Zwickau, wurden über viele Jahre in Etappen zurückgefahren und dann im Anschluss geschlossen. Vermutlich kam das Ende für diese Anlage auch in den frühen 90ern. Zumindest wenn man sich die Technik anschaut, liegt es nahe, dass die Nutzung mindestens 2 bis 2,5 Jahrzehnte zurückliegen muss.
Leider kamen wir nicht in den optisch so interessanten Wasserturm. Hier hatte man sich viel Mühe gegeben, alles zu verrammeln. Dafür konnten wir einen Blick in die anderen Gebäude werfen, die fast allesamt leer standen. Insgesamt eine interessante kleine Anlage, die vermutlich mit Ausnahme des Wasserturms nicht unter Denkmalschutz stehen wird. Die Bahn behandelt ihre historischen Werke bis heute stets stiefmütterlich. Es bleibt also abzuwarten, ob sich hier noch etwas Positives entwickeln kann. Die Chancen sind aber meist nicht so gut. Die Bahn überlässt solche Anlagen gerne sich selbst. Eine Neunutzung ist vermutlich zu 95% ausgeschlossen und ein Rückbau sehr teuer, was wohl der einzige Grund ist, warum das Werk bis heute überhaupt noch so steht. Damit möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Es gibt wie immer noch einige Bilder, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter und dann hören wir uns gerne, wenn ihr möchtet, nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao.